Hi Leute, was geht ab? Hier ist die Hübsche. Oh mein Gott, jetzt auch auf YouTube. Ah! Heute geht es aber nur um Logopädie, Leute, weil ich war früher mal immer Logopädin in meinem Leben. Na, kurz zu mir. Ich bin die Hübsche, Schatz, aus Berlin, 19 Jahre alt. Und ich habe euch auf Instagram Fragen gestellt. Habt ihr irgendwelche Fragen zum Thema Logopädie? Und ihr habt gesagt, ja. Deswegen beantworte ich heute einfach mal ein paar Fragen. Ich nehme das Video zum zweiten Mal auf, weil, naja, egal. So, wir fangen gleich an. Mo, wie kann ich mir die Ausbildung zur Logopädin vorstellen? Also was lernt man? Die Ausbildung geht 3 Jahre lang, Schatz. Und ich habe meine Ausbildung in Nürnberg gemacht. Ne? Man lernt sehr viel über Anatomie, Physiologie, also über den Körper, über Psychologie. Pädagogik ist da drin. Linguistik. Auch, wie drückt man sich aus? Wie heißt denn das Fach? Irgendwas mit Sprech. Und du hast sehr viel Praxis, aber auch super viel Theorie. Ich hatte, glaube ich, im ersten Jahr fast nur Theorie. Es hat mich richtig müde gemacht. Und dann kommt irgendwann die Praxis dazu, wo du dann auch Kinder, ich glaube, man fängt erstmal mit Kindern an, bei uns zumindest, Kinder zu therapieren. Dann kommen irgendwann Erwachsene dazu, Jugendliche, nur alles Mögliche. Warum wolltest du Logopädin werden? Ich wollte Logopädin werden, weil ich auf jeden Fall Therapeutin werden wollte. Psychotherapie hat es nicht gelangt. Nur, da habe ich kein Abitur gehabt und Physiotherapie hatte ich auch keinen Bock, die Leute hin und her zu hieven. Deswegen dachte ich mir, okay, sprech gerne, deswegen Sprechtherapie, perfekt. Wann sollte ein Kleinkind erste Worte sprechen können? Mein Sohn ist 18 Monate. Also, ich glaube, so ab einem halben Jahr fangen die Kinder an zu lallen. Ich glaube, das ist das erste Lallen. Dann so mit einem Jahr ungefähr kommen so die ersten Worte. Und Worte sind in dem Falle auch sowas wie Baba, Gugu, Gaga. Ne? Also auch so Fantasiewörter zählen dazu. Genau. Und mit 18 Monaten ist dein Sohn schon sehr verspätet. Ich will hier keine Ferndiagnosen stellen. Aber ich glaube auch mit 2 Jahren, es gibt so die 50-Wort-Grenze, sollte das Kind 50 aktive Worte benutzen können, also verschiedene Worte. Und wie gesagt, es geht nicht um echte Worte. Lass das aber mal abklären. Beim Kinderarzt, ne? Hast du was gelernt, was auch im Alltag nützlich ist? Also auf jeden Fall auf die Sprache zu achten, auf Mimik und Gestik zu achten und mit welcher Intention sagt das eine Person? Also wenn ich sage, ich hasse dich, ne, das passt irgendwie nicht zusammen und dann fällt mir das sofort auf, Leute. Und ich würde am liebsten was sagen, aber ist natürlich nicht so cool. Ne? Ist Lispeln ein Sprachfehler oder ist das niedlich? Also ich lispel ja auch. Also ganz leicht, auch als Logopädin. Genau. Ist an sich streng genommen ein Sprachfehler und ist nicht schädlich, sage ich mal so. Es geht nur wirklich um dieses nicht optische, aber halt um die. Wie kommt das so bei der Gesellschaft an? Es gibt so viele berühmte Leute, die lispeln. Ich finde das cool. Was fandest du am besten an dem Beruf und was hat dich am meisten genervt? Also das Beste an dem Beruf waren wirklich meine KollegInnen, auch wenn man nicht so viel Kontakt hat, aber man arbeitet als Logopädin immer alleine. Das fand ich so ganz gut, auch immer verschiedene Menschen zu treffen, verschiedene Altersgruppen, mit denen man eigentlich nicht in Kontakt kommen würde. Und am meisten genervt hat mich tatsächlich diese ewige Diskussion um die Bezahlung, weil es gibt so viele Sachen, die man als Logopädin unbezahlt macht und es nervt mich richtig. Auch, dass es eben auch sehr stressig ist, ne? Weil man hat meistens Therapien hintereinander, sonst kommt man nicht so auf seine Stunden und das ist halt scheiße, immer so diese Therapien hinterher zu laufen und auch einfach Therapien abzuarbeiten, ne? Weil dieser Beruf einfach wahnsinnig schlecht bezahlt ist für das, was man macht. Leute, Punkt aus. Tochter 4 Jahre, spricht noch undeutlich. Ärzte und Erzieher raten Logo ab. Trotzdem mal sie nicht vorzustellen. Definitiv, Schatz. Definitiv. Ja, lieber ein bisschen vorsichtiger sein, als nachsichtiger zu sein, weil je älter das Kind wird, desto schwieriger ist es natürlich so, bestimmte Sachen zu therapieren. Was kann man gegen Stottern tun? Kann ich dir pauschal nicht sagen. Definitiv Logopädie aussuchen. Und da wird dir dann wahrscheinlich mehr gesagt. Ne? Es geht aber auch viel um die Atmung. Also Stottern kann man nicht heilen, Stottern kann man therapieren. Ist eine logopädische Behandlung nach einer Hals-OP vor 3 Wochen mit postoperativen Dysphagie sinnvoll? Dysphagie ist eine Schluckstörung, Leute. Ich würde definitiv sagen, ja, das mal abchecken zu lassen.
Ich kann nicht aufhören, meine Zunge beim Schlucken gegen die Zähne zu drücken. Was soll ich machen? Also auf jeden Fall auch Logopädie aufsuchen. Es gibt so bestimmte Techniken und auch Therapiemethoden, die dir dabei gebracht werden, wie du das korrigieren kannst. Die Zungenkraft, so hört sich das für mich jetzt auf jeden Fall an, ist nicht da. Ja, die Zunge ist ein bisschen zu schwach und deswegen drückt sie einfach nach vorne. Die Zunge sollte am Gaumen angesaugt sein. Ich kann auch mit offenem Mund schlucken. Ja, die Zunge sollte sich nicht bewegen beim Schlucken, aber ja, Logopädie aufsuchen. Magst du Kinder? Ist so eine gute Frage. Also ich kann definitiv super mit Kindern umgehen. Ich war so ein guter Therapeut, sage ich von mir selber, Leute. Wirklich, die Kinder haben mich geliebt, zum meisten Teil zumindest. Mit so krass introvertierten Kindern, okay, hatte ich so meine Schwierigkeiten, ne? Wie kann ich phonologische Prozesse im Kita-Alltag unterstützen? Zum Beispiel S-Laute. Also so viele Kinder haben ja S-Laut-Schwierigkeiten. Ja, das heißt zum Beispiel die Lispeln. Da würde ich einfach sagen, korrektives Feedback. Wenn ein Kind sagt, oh, das ist die Sahne, dass du einfach sagst, ah, das ist die Sahne. Also einfach überdeutlich sprichst und das Kind sozusagen korrigierst, ohne es aktiv darauf hinzuweisen. Ne? Und vielleicht die S-Laute auch überdeutlich sprechen, ja, dass du nicht sagst, oh, Sahne, sondern ah, Sahne. Ja, dehnen geht auch. Finde ich super. Wo sollte die Zunge im entspannten Zustand liegen? Super Frage. Zunge sollte am Gaumen leicht angesaugt liegen, also am oberen Gaumen. Warum so teuer die Ausbildung? Ja, ich habe 15.000 Euro für meine Ausbildung gezahlt, insgesamt für die 3 Jahre. Super teuer, 500 Euro im Monat waren das, weil das einfach super viele Privatschulen waren. Und nicht durch den Staat finanziert haben oder halt nicht so viel Zuschuss bekommen haben. Heutzutage ist es anders. Heutzutage muss man nicht mehr für die Schule bezahlen. Man bekommt, glaube ich, sogar ein Ausbildungsgehalt im besten Falle. Ich musste damals noch nebenbei arbeiten, habe natürlich ein bisschen die Ausbildung schleifen lassen. Aber Leute, man muss auch irgendwie überleben. Mo? Warum aufgehört? Ich habe aufgehört, weil die Bezahlung scheiße ist, weil der Beruf nicht gewertschätzt wird genug, sowohl von der Politik als auch von den Menschen, weil ihr müsst bedenken, also Logopädie ist im Sinne kostenlos. Erwachsene Menschen ab 18 bezahlen nur 10% pro Rezept, das sind so 50 Euro oder so für 10 Behandlungen. Und Kinder bekommen die Therapie kostenlos und von den Eltern wird es nicht genug gewertschätzt, das heißt, Kinder werden oft nicht gebracht, ne? Man kommt zu spät, dies, das und so weiter. Und dann sitzt man halt einfach da, macht nichts und wird halt nicht bezahlt in der Zeit. Man hat Minusstunden, man bekommt Druck vom Chef, sich mehr da einzuplanen. Das ist so richtig nervig, einfach dieses ganze System. Jetzt muss ich mal kurz Gazelle zurückschreiben. Wir treffen uns nämlich gleich. So. Als was arbeitest du jetzt, Schatz? Schatz, ich bin jetzt auf Social Media unterwegs. Genau, habe meinen Job an den Nagel gehängt, weil das halt gut geklappt hat für mich. Hast du das studiert und wie lange hast du aktiv in deiner Praxis gearbeitet? Ich habe die Ausbildung gemacht, 3 Jahre lang, und habe dann auch 3 Jahre in wirklich verschiedenen Praxen gearbeitet, in 3 festen Praxen und dann nochmal als Honorarkraft in 3 verschiedenen. Ich habe super viel gelernt. Und ich muss sagen, die letzte Praxis, in der ich war, war die beste Praxis mit Abstand. Die anderen Praxen vorher kann ich wegschmeißen. Aber ja, da habe ich mich richtig wohl gefühlt. Warum lispelst du als Logopäde? Ich habe früher schon gelispelt. Mir ist es erst in der Ausbildung gesagt worden. Und ich habe dann auch dran gearbeitet. Habe natürlich das Examen bestanden, so, ne? Welche PatientInnen waren deine Liebsten? Definitiv meine vietnamesischen Patienten. Ich habe die, oh mein Gott, ich habe die meisten so geliebt, wirklich, waren so lieb, so nett. Aber auch meine erwachsenen PatientInnen, also ich hatte so einen Patienten, der hat mich echt lange begleitet oder ich habe ihn lange begleitet. Und als ich dann gesagt habe, dass ich gehen muss, war das schon ein trauriger Moment. Fellow Logopäde to be würde gerne wissen, wie schwer das Staatsexamen war. Staatsexamen war machbar, sage ich mal. Ich war keine gute Schülerin, überhaupt nicht. Praxis hatte ich, glaube ich, eine 2, im mündlich hatte ich eine 3 und im schriftlich hatte ich eine 4. Also mein schwierigstes Fach müsste Anatomie, Physiologie gewesen sein. Dieses Auswendiglernen mit diesen Hirnnerven hat mich gar nicht gelegen, Leute. Aber im Praktischen bin ich richtig gut. Verdient man gut als Logopäde? Nein, definitiv nicht. Es gibt kaum LogopädInnen, die Vollzeit arbeiten und da ist schon der erste Punkt, wo man eben nicht gut verdient. Wenn man die Zahl so an sich sieht, okay, könnte man sich denken, ist ein bisschen viel, aber Leute,
Das ist Arbeit am Fließband, 40 Therapien in der Woche, 40 verschiedene Menschen in der Woche. Das ist schon echt viel. Also mich hat das so ausgelaugt. Ich war so müde in meinem ersten Monat, als ich angefangen habe. Also definitiv. Alle Leute, die Logopädie jetzt in der Ausbildung sind und dann später anfangen zu arbeiten, Leute, ich würde euch nicht empfehlen, Vollzeit zu arbeiten. Das hat mich kaputt gemacht. Wirklich. Wie lange hast du als Logo gearbeitet? Wie viel hast du verdient? 3 Jahre habe ich gearbeitet, aktiv als Logopädin. Nie in Vollzeit. Ich glaube, nur die ersten 3 Monate oder so habe ich in Vollzeit gearbeitet und ich habe 2018 angefangen. Da habe ich, müssen das 2.800 Euro gewesen sein, also echt nicht viel. Am Ende habe ich dann nur noch 25 Stunden gearbeitet. Was habe ich da verdient? 1,6 netto oder so. Ja. Bei 25 Therapien. Warum lispelt Mensch? Mensch lispelt. Es gibt verschiedene Arten von Lispeln. Zahne, Zahne oder Zahne, ne? Weil die Zunge einfach nicht an der richtigen Stelle ist. Jedenfalls gefreut, Leute, dass ihr so viele Fragen habt. Habe ich gar nicht erwartet, dass euch Logopädie so interessiert. Ja, das war mein erstes YouTube-Video, Leute. Vielleicht kommt noch ein zweites. Who knows? Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe es zum zweiten Mal aufgenommen. Hoffentlich geht die Aufnahme jetzt. Wenn nicht, regt mich das richtig auf. Richtig, Leute. Und bis dass wir uns das nächste Mal sehen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Oh, einfach die Hübsche.